Test, 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 genau. So. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Track 187. Giebisch belästigt mich mit seinem Bayernschal und fordert auch noch was zu trinken. Das ist wirklich unerhört. Ich geh mal kurz was trinken holen. Ich spiele hier mal wieder einmal, da der Oliver Revilo mal weggehen muss. Alleinunterhalter. Geht hier mal. So, bin jetzt am Amiga-Headset. Steven! Wer ist denn der Chef? Das geht doch mal gar nicht, doch einfach, Freunde. Warte mal, wir müssen uns nicht teilen. Ja, ich trinke zuerst und du trinkst vielleicht was. Alter. So ein Chaoten-Let's Play und das stellen wir auch noch auf YouTube. Wir sind das so dumm. Was hat denn da jetzt geschrieben? Das möchte ich gerne mal wissen. Also. Wir haben gerade so eine Ossi-Familie zu Besuch und ich war gerade in der Küche, um mir was zu holen und der so. Und wer gewinnt heute? Nee, ich so, ja, Bayern. Richtige Antwort. Boss halt. Also jetzt muss ich mal schauen, was der Giebisch da geschrieben hat. Ihr werdet euch bestimmt schon den Arsch ablachen. Glaube ich jetzt nicht, aber mal gucken, was er geschrieben hat. Also, was haben wir denn da? The boss is in the house. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass langsam, wo wir jetzt schon... Bäh, was? Wenn er abschaut, wie wird das vom Handy drin? Spielen wir nochmal das gleiche oder bist du bist raus? Ne, wir spielen was anderes, genau. Würde ich ja auch sagen. Geil! Tschüss! Also, das ist echt die beste Abfuhr. Alter, bist du laut, ey! Das ist die beste Antwort, die ich jemals bekommen habe. Doch, Tüte mit Dreck. Dreckstüte. Ja. Nicht. Ey, ich dachte, wir wollten hier One vs. One machen. Geh mal raus. Oh, fuck, sorry. Ich sollte dir doch den Hintern versohlen. Machen wir dann, du fährst jetzt los, genau. Na egal, machen wir einfach erstmal so und dann bleib drin. Bleib drin. Nee, ich geh raus. Ey. Wir machen 1 gegen 1, Maxel. So wenig Platz auf diesem großen Schreibtisch. Wir haben einen 3-Kilometer Schreibtisch und immer kriegt man das nicht voll. Kennt ihr das Problem, dass mein Schreibtisch immer viel zu voll hat? Mein Schreibtisch ist voll. Aber ich benutze ihn nicht, also. Ich habe langsam Bedenken, dass unsere Festplatte, die ja 3 Terabyte sogar fast, dass die langsam voll ist, nachdem wir jetzt. Scheiße, oder? Nee. Ich glaube 700 GB waren noch frei und wir nehmen seit 4 Stunden auf, ja.
Nee, seit, seit drei Stunden nehmen wir auf. Dachte schon, 4 und 3 Stunden, das ist ja echt ein mega Unterschied. Also ich create mal einen neuen Room, vielleicht spielen wir mal in der Hope. Nee, brauchen so eine kleine Welt. Nein! Und dem gebe ich sein PC. Nein! Du kriegst sein PC, ist wieder abgestürzt. Das bedeutet für uns eine neue Folge Unnützes Wissen kommt bald raus. Hey, das ist das Mikro in der Nähe. Ich glaube, ich muss noch Abmod machen. Also wir sehen. Nein! Wir machen jetzt hier spontan eine Runde unnützes Wissen, ja? Unnützes Wissen spontan. Aber ich habe hier dieses blöde Skype-Ton im Hintergrund. Da mach ich ihn aus. Ich bin gerade noch im Spiel, sonst muss ich ihn schwarz. Ja, geh halt einfach dahinter, darunter einfach. Das untere Teil. Geht's nicht. So, jetzt habt ihr einen schwarzen Bildschirm. Black Screen. So, jetzt habt ihr gerade. Alter, dieser Ton, ich kann's nicht hören. Jetzt habt ihr gerade einen schwarzen Bildschirm. Alter! Aber halt. Der spielt da mit dem Mikro, dem gefällt's auch noch, ey. Jetzt habt ihr einen schwarzen Bildschirm, ist aber gleich wieder weg. Wir machen vielleicht so einen Standby-Bildschirm. Also, please stand by. Gleich geht's weiter. Und es geht auch gleich weiter. Ich starte gerade das Spiel noch. Wir müssen gleich wieder synchronisieren. Indem ich einfach mal kurz, Vorsicht, Ohren zu halten. So, warte nochmal. Ich kann irgendwie nicht mehr klatschen, aber jetzt scheint auch das Trick abgestürzt zu sein. Echt jetzt? Das passt ja auch total ins Szenario. Aua! Alter. Jetzt habe ich endlich mal das vollbracht, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Ich habe geschafft, ihm das Mikrofon ins Gesicht zu schlagen. Also er startet jetzt gerade wieder District. Und falls ihr wollt oder auch nicht wollt, ich fange jetzt trotzdem schon mal mit dem unnützen Wissen an. Die ersten Lochkarten gab es im Jahre 1801. Damals steuerten sie Webstühle. Hör auf, Alter. In den USA gibt es mehr Plastikflamingos als echte. Und es gibt im Englischen nur 4 Wörter, die auf das oder those enden. Tremendos, horrendos, stupendos und hazardos. Toll. Und ich weiß nicht, ob ihr bei ihm Blackscreen habt oder... Aber sieht man das da, dein Hintergrund, oder nicht? Also Black Screen. So, ich würde sagen, wir machen einfach nochmal. Wir sehen uns in der nächsten. Alter, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei Let's Play. Das tut das Ding aufzeichnet. Und damit, vielleicht leuchtet die Folge noch, vielleicht haben wir erst 10 Minuten oder so und dann kommt jetzt einfach ein Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ne, wir machen so einen Cut und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ah, vielleicht kommt jetzt so ein Cut, dann sehen wir uns wieder. Also ihr versteht, was ich meine auf jeden Fall. Weil ich muss jetzt mal den Computer neu starten, damit das Stück nochmal funktioniert. Also bis dann. Hört doch das Mikro auf zu drehen. Okay. Ich einfach den Ständer. Was für... Nee, warte. So, da sind wir wieder. Also bis zur nächsten Folge, dann ciao.